Wir sagen, die Zukunft des PCs sieht blendend aus. Denn gleich 11 Dinge sprechen dafür, dass der PC auch im Jahr 2014 seinen Status als wichtige Spieleplattform behält. Als PC-Besitzer muss man schon genau überlegen, ob man nun wirklich eine der Next-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One kaufen sollte. Zwar sind mit Forza 5 und Killzone Shadowfall ein paar tolle Exklusivtitel erschienen, aber ansonsten ist die Spieleauswahl bislang sehr mäßig. Superhits wie The Division oder Watch Dogs werden zudem parallel auch für den PC erscheinen. Und das zumeist auch noch in einer grafisch aufgebohrten Version. Denn schon jetzt ist ein dicker High-End-Rechner leistungsstärker als jede Next-Gen-Hardware. Die Zeiten, in denen man PC-Spiele an einem ungemütlichen Schreibtisch im kargen Arbeitszimmer spielen musste, sind längst vorbei. Im Jahre 2014 kann man dank Big Picture Mode, Gamepad-Unterstützung, HD-Fernseher und Co. seine PC-Lieblinge auch bequem vom Sofa aus genießen. Und wenn dann noch Valves Steam Machines auf dem Markt sind, müssen sich die Konsolen ganz warm anziehen. Wer 2014 Grafikwunder wie The Witcher 3 oder The Division in ihrer vollen Pracht erleben will, der muss sich zwangsweise einen potenten Rechner zulegen. Denn der PC ist und bleibt in Sachen Hardware-Power an der Spitze. Und die Entwickler werden bei kommenden Spielen mit der Frostbite 3 oder der Unreal 4 Engine mit Sicherheit wieder neue Maßstäbe setzen wollen. Und das geht eben nur, wenn auch der Prozessor und die Grafikkarte mitspielen. Man hat sich zu stark auf die Konsolen konzentriert. Das gibt Phil Spencer, Vice President der Microsoft Studios, unumwunden zu. Und man kann als PC-Besitzer nur antworten, auf jeden Fall. Nachdem 2005 der Games for Windows Live Service online ging, wurden Spiele für den PC von den Microsoft Studios immer seltener. Spencer verspricht aber nun, dass es in Zukunft wieder mehr PC-Projekte vom Windows-Konzern geben soll. Gute Idee. Wir wollen gleich mal ein neues, richtiges Age of Empires.